Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play GTA 3 an meinem kleinen Retro-Reihe. Oder beziehungsweise ein neuer Teil meiner Retro-Reihe. Herzlich willkommen zurück zu GTA 3. Wir machen wieder weiter mit der nächsten Mission mit unserem Freund Salvatore, der letzte Wunsch. Na, dem sollte man ihm nicht ausschlagen. Mal gucken, was er vorhat. It's my favorite cleaner. Okay. I'm proud of you, my boy. You kicked the shit out of those grease balls. I just got one little job for you before we can all celebrate. There's a car around the block from Luigi's club. The inside is covered in brains. We had to help some guy make up his mind, and it proved a little messy. Take it to the crusher before the cops find it. Okay. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass diese Mission eine kleine Falle hat. Also, wie gesagt, wir sollen nicht... Wir dürfen, glaube ich, nicht den Wagen holen. Weil die, glaube ich, uns wegpusten wollen. Oder... Ich glaube, man ist wissens, ist das Ding eine Falle. Ja, genau! Du knallst mir in den LKW und was passiert? Ich krieg die fucking Strafe ab oder was? Das war jetzt nicht mal die Absicht. Ich habe noch nie mal was getan. Ich will jetzt mal die Sterne loswerden, ich muss jetzt erstmal... Warte mal, ich muss mir gerade mal gucken, die Stelle angucken. Wenn das wirklich ist, ist... Hier Maria, das ist eine Falle. Siehst du, wir dürfen das Auto nicht angreifen, ja, ja. Wir müssen mich den anderen Punkt. So, gut. Dann fahren wir jetzt weiter. Zu dem anderen Punkt. Genau. Gut, dass du das war. Ich hatte irgendwie so eine Vorahnung, dass es tatsächlich eine Falle ist. Der Kopf noch verschwindet, merke ich. Aber stimmt, ich kann ein bisschen in der Mission. Warte mal. Wir müssen da rein. In die Lücke. Jetzt ist der Kopf noch weg, bitte. Wie gesagt, das Auto ist eine Falle. Listen, Salvatore thinks that we're going behind his back, so he was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. Don't ask me why. I don't know. Look, you're a marked man on the mafia turf, and I've got to get out of here too. I've seen too much killing, too much blood. Look, this is a friend of mine. Okay, she's an old friend. It's Asuka. She's someone we could trust. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we get more hysterical Italians wanting less friendly reunions. Okay, also scheint Salvatore keinen Bock auf uns zu haben, ja? Deswegen fahren wir jetzt mit dem... Boot jetzt eine Runde. Ist leider defekt. Aber ich glaube, wir können jetzt rüber auf den zweiten Teil der Stadt. Wenn das wirklich schon alles ist, ja, dann ist es super. Da bist du. Okay. Das wäre eine langweilige Mission, wenn, wenn da wirklich nichts passieren würde. Willkommen in Staunton Island! Na, wir müssen doch darüber ab. Jo. Oh, leck mich doch am Arsch. So, wunderbar. Perfekt. Eingeparkt. Und damit haben wir Teil 2 der Stadt auch frei. Müsste jetzt eigentlich. Asuka and I are gonna have to talk. Why don't you go cruise around? You'll need a place to lie low.
There's a warehouse at the edge of Belleville that should suit your needs. Come back here to my condo when you're ready, and you and me can have a little chat. Oh. Für was? 20.000? Für was? Also sorry, es war nicht viel. Gut, dann fahren wir mal auf. Wir haben ein neues Auto. Sehr schön. Eine Möglichkeit, das Auto. Und jetzt wird das auch die Ammunition auf der Karte angezeigt. Sehr gut. So. Wir fahren mit einem Yakuza durch die Gegend. Also wir sind jetzt ein Teil der japanischen Mafia, glaube ich, ist das. Wir kriegen wieder eine Nachricht rein. Okay, wir müssen aber jetzt mal unseren Unterschied, weil ich gehe jetzt mal speichern erst. Hier lässt es Gott sei Dank mittlerweile alles in Ruhe. Fahr mir einen Scheiß gerade zusammen. Hier müssen wir rein. Okay. Dann reparieren wir hier unser Auto. Hier ist repariert. Und hier können wir speichern. Dann können wir einem aufmachen. Perfekt. Wunderbar. Dann haben wir das soweit auch. Aber es wäre doch zu früh, um ein Folgenende einzumachen. Wir sind gerade mal bei nicht mal 10 Minuten. Also wir können noch quasi eine Mission machen, weil die war ja jetzt low. Und das Auto steht in der Garage und der Motor läuft noch dabei. Gut. Okay. Wir fahren. Als einziger haben wir momentan das A. Also fahren wir da jetzt auch hin. Azuke, unsere junge Dame, die uns ja jetzt hier drüber begleitet hat zu dem. Ich hoffe, sie sehen sie mit begleitet hat uns. Ich stehe Hauptsache die ganzen Shakuza-Fahrzeuge, ja. Aber ich habe wohl die ganzen Mafia-Fahrzeuge zu sein, okay. So. Sayonara, Salvatore! No. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Ja, genau, die alten Zeiten und die Quatsch. Du hast einen Massager. Nee, sie sagt kein Massagestab. Oh Gott. Ja, warum noch nicht? Begibt sich in den Rotlichtbezug und warte bis Salvatore das Dings verlässt. Wir haben ungefähr 19 bis 19:30 Zeit, also müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben und beziehungsweise ein bisschen sputen. Ich kenne mich noch nicht so wirklich aus in dem neuen Teil, den alten habe ich ein bisschen mehr gespielt. Aber ich ging auch schon irgendwie auf die Reihe aus. So. Jetzt gucken, dass wir die Möglichkeit finden, auf diese Brücke zu kommen, von hier rüber zu kommen. Hier. Oder? Ja. Fuck! Wir kommen in eine andere falsche Gegend. Ja, das geht. Wir müssen also nochmal... Das
So, auf diese Brücke da hinten rüber. Ja, das hat sich erledigt. Ah, leck mich doch! Jetzt. Ah, verdammt, weil ich mich verfahren habe. So eine halbe Stunde Zeit, den kriegen wir nicht hin. Als Einzige kommen. Oh. Komm her, Mann! Gib mir dein Auto! Oh Mann, das hat sich erledigt. Danke, fuck you, ey! Karl, hol dir doch mein Auto, hol dir doch mein Auto! Das nochmal machen, weil die Zeit abgelaufen ist. Wir müssen in erster Linie mal da hoch. Ah, leck mich doch. Aua. Wenn man keine Karte hat. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich da rüberkomme. Ich verkacke jetzt eh, weil ich jetzt sie suchen muss. Ja, Newport, ne? Jetzt geht er im Bridge, okay. 23.30 Uhr hat er gesagt. Oh. Danke fürs Rüberhauen, du blödes fucking Taxi, Alter. Ja, die wollen uns jetzt gerade richtig an die Kragen. I can't run and leave.
Hä? Stunde zu spät. Hab ich. Nimm deine Mühle da weg mit deiner Karre da, Alter, du Mistgeburt, ey. Die ist tot, dann bin ich froh, dass ich die sogar beim zweiten Mal geschafft habe, nur weil ich beim ersten Mal den Weg nicht gefunden habe. Aber sonst haben wir das ja mittlerweile sehr gut auf die Reihe bekommen und dafür haben wir wieder ein bisschen Geld in die Tasche genommen. Bekommen, so. Klar, dass es die Triaden jetzt auf die Fresse hauen wollen. Wir haben natürlich einiges jetzt gegen sie getan. Das wollen jetzt sogar die Mafia-Heinis so auf die Reihe. Also wie gesagt, es fehlt. Ich glaube, mittlerweile wollen sie uns alle auf die, an die, ne? So, der letzte Wunsch, das war, oh, das ist gut. Erfolgreich gespeichert, damit haben wir das auch erledigt und damit verabschiede ich mich heute für GTA 3. Wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder. Tschüss!